herzlich willkommen hier von der Strecke Salzburg-Rosenheim. Wir fahren heute die Foslo G6 mit diesen drei Eanos-Wagen, die wir hinten dran haben. Die sind auch beladen, ihr seht's. Ne, beladen, hier vorne alle drei Wagen. Wir stehen gerade in Traisendorf und sollen jetzt fahren. Es ist soweit alles aufgerüstet, die PZB ist auch an. Doch, PZB aktiviert. Man kann es nur leider kaum erkennen. Eigentlich müsste der 85er Leuchtmelder an sein. Es ist nur ein bisschen sehr schwer zu erkennen. Was natürlich nicht so schön ist. Aber okay, aufgerüstet ist soweit alles. Ich glaube, Scheibenwischer können wir noch ein bisschen auf schnell. Ja. Ja, lassen wir den auf langsam. Lichter können wir auch noch anmachen. Na? Spitzenbeleuchtung. Na gut, dann machen wir das selbst. Genau, Lichter sind jetzt an. Sind die überhaupt an? Bin mir nicht ganz sicher. Nee. Moment. Mal geguckt. Ne, jetzt sind die genau falsch rum an. So vielleicht. Jawohl, jetzt haben wir die Spitzenlichter an. Allerdings haben wir... Moment. Ne, wir müssen das ganz kurz noch einmal umstellen. So, jetzt müssen wir das richtig haben. Genau, jetzt haben wir nämlich vorne die drei weißen Lichter und an der Lok ist jetzt hinten kein Licht mehr an, so wie es sein soll. Hoffentlich haben wir die Zugschlusstafeln hinten. Einmal kurz geguckt. Haben wir nicht. Können wir die selbst vielleicht setzen? Können wir auch nicht. Na gut, dann heute ohne Zugschlusstafel, ist zwar eigentlich nicht erlaubt, aber okay. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Leistung und Bremse verriegelt. Vorwärtsfahrt auswählen. Ah, schaut an, die Vorwärtsfahrt war nicht ausgewählt. Denn jetzt ist auch die PZB an. Oder auch nicht. Wieso kann ich die Leistung nicht erhöhen? Kann ich sie jetzt erhöhen? Jetzt kann ich sie erhöhen. Jawohl, wir setzen uns in Bewegung und dürfen fahren. Ich bin auch schon lange nicht mehr unterwegs gewesen in der G6. Das allererste DLC, das von TSG rausgekommen ist damals. Eine wirklich wundervolle Lok, mit der wir allerdings heute nicht rangieren, sondern jetzt hier auf Zugfahrt unterwegs sind. So. Beziehungsweise ab eine Zugfahrt sind wir dann offiziell, sobald wir das Signal passiert haben. Das heißt also, bis dahin dürfen wir nur 25 fahren. Dürfen aber ab da dann auf die 40 hoch, beziehungsweise eigentlich können wir uns auch dann auch schon befreien und auf 60 hoch. So, ab hier gelten 60. Wir befreien uns. Und beschleunigen. Wir wollen nicht zu viel Leistung reingeben, denn ansonsten geraten wir ins Schleudern. Ja, unser kurzer kleiner Zug, mit dem wir heute unterwegs sind. Drei Wagen, die wir einfach mal hier ein bisschen über die Strecke kutschieren.
kann auch den Sandstreuer benutzen. Ja, es geht ordentlich bergauf, deshalb haben wir gerade auch echt Schwierigkeiten zu beschleunigen. Aber der Sandstreuer hilft uns ein kleines bisschen auf Geschwindigkeit zu kommen. So, wir fahren bis Traunstein und da endet auch schon unsere Fahrt. Fahrzeit ungefähr 25 Minuten. Ich glaube, Vmax von der Foslo G6 sind 80 km/h. Was ich immer ganz cool finde hier, was man machen kann übrigens, ist den Sitz hier wegklappen. Das mag ich sehr. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz hier. Ja, die Foslo G6 ist hier im Fahrplan einfach drin. Das ist eine ganz normale Fahrplanfahrt. Ich glaube, man braucht eigentlich als Grundlage die 363. Von welcher Strecke weiß ich nicht genau, aber dementsprechend, wenn man die 363 hat, dann wird dieses Layer aktiviert. Und wenn man die G6 besitzt, die ich übrigens jedem und jeder empfehlen kann, dann kann man die auch hier einfach fahren. Sagen, wir machen einmal einen kleinen Screenshot an dieser Stelle, damit das auch mal erledigt ist. Vielleicht machen wir das Ganze noch ein bisschen heller. So. Ein bisschen Sättigung rein. Und aber etwas die Helligkeit rausnehmen. Und machen mal noch so ein, zwei Fotos. Schärfentiefe würde ich vielleicht noch ein bisschen runternehmen, genau. So, das sieht doch sehr schön aus. Das gefällt mir auch. So. Lass mir den Zug einmal an uns vorbeifahren. Ich weiß gar nicht, warum wir nur 60 fahren dürfen. Denn unsere Lok schafft ja theoretisch 80. Und unsere Wagen schaffen auch im beladenen Zustand mindestens 100. Ja. Aber gut, andererseits, selbst wenn wir 80 fahren könnten, wir schaffen es gerade leistungstechnisch nicht, weil wir viel mehr Leistung gar nicht mehr aufschalten können. Aber jetzt schon zu kämpfen.
es auch noch 2,7 Kilometer. Beziehungsweise, da müssen wir allerdings nicht anhalten, sondern das ist dein Fahre über. Rangierfunk. Ist nur eine Textur, aber immerhin. Ein Becher haben wir auch dabei. Und der Helm, ganz wichtig, der Schutzhelm. So, wir haben fast die 60 erreicht. Wir klettern ganz, ganz langsam noch hoch. Das sind vermutlich so Klimaanlagen, Lüftungsschlitze, oder? Das wird wohl eine Art Halterung sein, genau, wie bei einem Klemmbrett. Für einen ausgedruckten Fahrplan vielleicht. Für einen Buchfahrplan. Das wird wohl vielleicht so ein maschinentechnisches Display sein. Oder Ebola, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es könnte auch tatsächlich ein Ebola-Display sein. Und das hier? Ist gar kein Display, ne? Hier ist auch gar kein Display, da ist ja gar nichts drin. Fenster können wir natürlich auch aufmachen. Machen wir jetzt nicht, weil es regnet. Hinten noch alles da. Ja, sieht gut aus. So, das ist unser Gegenüber. Dann müssen wir, wie gesagt, einfach weiterfahren. Auch schön hier die Zickzack-Oberleitung sieht man hier sehr gut an dieser Stelle. Das ist schön gemacht. So, und was nun? Über den nächsten Ort fahren. Okay, dann haben wir noch ein zweites Gegenüber. Und danach kommt auch schon Traunstein, genau. So, die 60 sind erreicht. Ich weiß gar nicht, ob der Geschwindigkeitsregler mittlerweile funktioniert. Nee, ich glaube nicht. Eine wundervolle Lok. Es macht so viel Spaß, diese Lok zu fahren, weil die einfach so angenehm ist zu fahren. Ich finde, der Sound ist auch gut. Also ja, insgesamt sehr schön. Das Wetter ist natürlich nicht ideal für solche offenen Güterwagen. Da frage ich mich, da ist es doch so, dass wenn es wirklich viel regnet und die Wagen länger irgendwo rumstehen oder auch rumfahren, dann wird ja der Zug dadurch schwerer, dass sich ja Wasser ansammelt in den Wagen selbst. Und das hat ja wiederum Einfluss auf die Bremseigenschaften des Zuges. Da frage ich mich, wird sowas dann auch mit einberechnet? Also,
ne, in irgendeiner Form muss das ja mit einkalkuliert werden, dass auch gerade bei schlechtem Wetter dann ein Zug mit offenem Güterwagen ja auch schwerer wird im Laufe einer Fahrt. Das muss sich ja, also das muss ja definitiv ein Lokführer auf dem Schirm haben beim Bremsen. Ansonsten kommt ein böses Erwachen. So, 110. Braucht uns nicht zu interessieren. Wir fahren weiter mit unseren historischen 60 km/h. So, 60 haben wir beinahe erreicht. Versuchen wir mal ein bisschen Leistung rauszunehmen. Damit unsere Lok jetzt nicht heiß läuft. Ich denke mal, das ist in Ordnung so. Fährt sich im Grunde genommen übrigens sehr, sehr ähnlich wie die Baureihe 612. Funktioniert mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip. Nur das Bremsen bei der Vossloh G6 ist besonders interessant aufgrund des Motors, der da eingebaut ist. Ist es nämlich so, dass je langsamer wir werden, desto stärker bremsen wir, ganz vereinfacht gesagt. Und sowas muss man dann auf dem Schirm haben in einem Bremsverfahren oder in einem Bremsprozess. So, Leistung wieder erhöhen, weil die Steigung stärker geworden ist. Ihr seht es, plus 1,1%. Also das müsste dann bedeuten, dass auf 100 Metern wir 1,1 Meter, 1,1 Höhenmeter dazu gewinnen, oder jetzt 1,2 Höhenmeter, müsste eigentlich auf eine Strecke von 100 Metern gerechnet sein. Es ist ja in Prozent angegeben und nicht in Promille. Die Angabe in Promille wäre dann ja, ne, bei 1,0 Promille würde dann heißen, dass wir einen Höhenmeter auf 1000 Meter dazu gewinnen, was eine sehr schwache Steigung ist, meines Erachtens. Aber auf 100 Meter gerechnet ist das natürlich schon ordentlich. Denn auf 1000 Meter wäre das ja wiederum dann 10%, beziehungsweise das wären dann 10 Promille. So, die Steigung fällt ab und wir sind im Flachen. Dementsprechend nehmen wir jetzt auch die Leistung raus. Ganz leicht erhöhen. Schauen, dass wir ungefähr bei plus minus null bleiben. Ja, so. Oh, zu schnell. Denn es geht sogar bergab. Daher ordentlich jetzt mal reingebremst. So, da kommt uns entgegen eine Baureihe 111
Nach Salzburg. So, und jetzt kommt als nächstes ein Halten, nämlich in Traunstein Süd in 3 Kilometern. So, es geht jetzt auch bergab, das heißt also, wir können wieder Bremskraft einleiten, die dynamische Bremse, versuchen es damit zu machen. Wir sehen, wir haben hier 50% Bremskraft aufgeschaltet. Ja, das hier zeigt uns an, wie viel Leistung, wie viel Kraft, ne, F, wie viel Kraft wir aufgeschaltet haben. Das bestätigen wir natürlich. So, ihr seht, 1000 Hertz Beeinflussung ist an. Und jetzt, ja, haben wir 100% an negativer Leistung, also im Grunde genommen an Bremskraft, die entgegen unserer Fahrtrichtung wirkt. Und damit kommen wir ganz langsam wieder runter auf die 60. Jawohl. Ab hier gelten die 70. Kann uns auch schon wieder befreien. Ich glaube, hier müssen wir mal kurz ein Bild machen. Das finde ich nämlich eigentlich ganz schön hier auf der Brücke. So vielleicht. So, wir fahren die geradeaus weiter. Da eine 628. Und hier steht manchmal eine 425. Und wir sollen in 600 Metern anhalten. Und reingebremst. Sollen wir ihn mitten auf der Strecke anhalten? Ich hoffe nicht. Aber ist das schon das Ende? Nein. Bremsen rein. Oh, da kommt uns ein Vectron entgegen.
So, und jetzt müssen wir die Rückwärtsfahrt einleiten. Achso, dafür müssen wir den, glaube ich, auf 0 setzen. Und jetzt können wir die Rückwärtsfahrt auswählen. Kurz geguckt, wie es signaltechnisch aussieht. Aber ich glaube, wir können erstmal fahren. Gehen mal auf die Rangiererposition hin. Also hier so auf dem Tritt. Und tun jetzt mal so, als seien wir Rangierer. Oder hier oben hin. So, wir fahren natürlich maximal 25. Da es bergab geht, bremsen wir jetzt mal rein. So, der Zwerg sagt, dass alles in Ordnung ist. Und dann schieben wir jetzt einmal den Zug hier in das Abstellgleis. Und noch einen weiter. Und noch 300 Meter. Oh, fliegt. Ich dachte kurz, das fliegt, aber das stimmt gar nicht. Das fliegt nicht. So, und hier vorne sollen wir dann anhalten. Achtundzwanzig steht immer noch hier rum. Okay, und wir sind sehr schnell. Oh, Notbremse wollte ich jetzt nicht einlegen, aber okay. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Fahrt hat euch Spaß gemacht hier in der G6. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.